So, wir sind hier auf der Lichtung der Toten. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Und haben jetzt in der letzten Folge mit den Toten gesprochen. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal dann teilweise erscheinen. Und ich werde jetzt hier versuchen, hier diese Essenzen zu sammeln. Das soll ich mal wissen. Boah. Die Entwickler wissen schon, wie man hier Zeitvertreib macht, ne? Jetzt habe ich einen verpasst. So. Sprinten, 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 hoch, sprinten. So. Nein, ach komm. Oh, spring doch mal richtig. Das ist halt das Blöde, man sieht es nicht. Man sieht es wirklich am Anfang nicht. Das ist mit Absicht so gemacht. Danke. Jetzt habe ich's. Da oben weiß ich es auch noch eins, aber jetzt geht es erstmal um die anderen Sachen. Jetzt muss ich hier nicht die ganze Zeit mit den allen reden. Einfach hier nur durch. Den habe ich auch schon gesprochen. Ja, die wollten mich gerade austricksen hier, ne? Komm, fall nochmal nach ganz unten. Du bist ein kleiner dummer Schatten. Deiner selbst. Und dir schön knicken. Und erledigt. Yay. Und jetzt muss ich hier gucken, wo ich hier rüber kam. So. Weil hier ist nämlich noch anscheinend ein Geheimgang. Königsidol. Ernsthaft? Na toll. Ja, aber kann ich den jetzt wehtun oder was? Nö, ich kann den doch gar nichts machen. Was will der denn dann von mir? Ich habe mich die ganze Zeit nicht bewegt und jetzt beschwert er sich. Ach, egal. Ist halt ein Spiel, ne? So, liebe nette Dame. Jetzt habe ich noch mehr. Was sagst du denn jetzt? Ah, Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mir einen Blick auf deinen Traum nachgehen. Du hast schon 300. Ich sehe, dass die Träume dieser alten Königreiche beginnen, an dir zu haften. Sehr ermutigend. Du hast meine trostlose Arbeit hier zweifellos interessanter gemacht. Es war nicht besonders spannend, die Hüterin dieses Ortes zu sein. Aber ich sollte mich nicht beschweren, diese Gräber zu pflegen und den Träger anzuleiten. Alles Buße für alte Verbrechen. Gewisse Dinge müssen ins Gleichgewicht gehalten werden. Nimm dieses Schmuckstück und Bemühungen und kehre mit 500 Essenzen zurück. Ein bleiches Erz. Oh, schön. Ah, du bist auf dem Weg, ein Meister zu werden. Gut gemacht, gut gemacht. Ich habe eine kleine Belohnung für dich. Dieser Talisman aus meiner kostbaren Erinnerung gepflückt. Wird dich in den Traumnagel näher zusammenbringen. Die Geheimnisse dieses Königreichs werden sich nicht länger vor dir verbergen können. Nimm ihn und kehre zurück, wenn du 700 Essenzen hast. Okay, ein Traumträger? Was ist ein Traumträger? Was ist ein Traumträger? Hier ist er nicht. Traumträger. Nee, nee. Hier, wo ist denn der Traumträger? Ah, da ist er. Ermöglicht den Träger, den Traumnagel schneller aufzuladen und damit Gegner mehr Seelen zu entziehen. Okay. Hm. Schneller aufzuladen. Ah, das ist ja der hier, ne? Stimmt. Damit könnte ich natürlich auch die Gegner alle besiegen, ne? Hm. So, jetzt wollte ich da Blauer See unten lang. Halt, aber erst... Pro, tu dir einen Gefallen und speichern. Damit habe ich auch die Geisterlichtung gefunden. Okay. So, mit der Geisterlichtung gehen wir nach da unten. Und jetzt will ich, wie gesagt, zum Blauen See. Nein. Habt ihr mir noch was zu sagen? Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer. Ja, ja. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne?
Hier bekomme ich ganz sicher keine Informationen mehr. Die waren ja so gemein zu mir. Bin ich jetzt zu weit? Ja. Yep. Ich muss hier runter. Zack. So, hier geht's zum Blauen See, ne? Genau, wir rattern einfach mal durch. Weiß zwar immer nicht, warum ich das machen sollte, aber... Ich weiß, hier habe ich bestimmt irgendwas Besonderes. Ja, ich habe es geahnt. Ich habe es richtig geahnt. Wow. Bin ich jetzt echt nur für ein ranziges Ei her? Na geil. Und springen und springen und... So geht's schneller. Ja, bei weitem schneller. Waren wir hier? Nein, 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 nein. Oh, verdammt, nein. Oh. Ich darf mich nicht auf die Bank setzen. Ah, jetzt darf ich. Und sie hat auch nichts Besonderes für mich, ne? Der Kristall in seinem Inneren ist hübsch, nicht wahr? Exquisit sogar. Ich habe gehört, dass Kristalle einem helfen können, sich zu fokussieren. Wenn es etwas alles interessiert, egal, ich wollte ja kaufen, damit ich dann halt endlich diese ganzen Broschen habe. 25, noch zwei weitere Talismane. Oh, ist das ärgerlich. Komme ich jetzt die zwei noch her? Aber dann muss ich nochmal welche bekommen wahrscheinlich. Was ist denn hier passiert? Was zum Teufel ist denn hier mit Mistmund passiert? Also mit... habe ich jetzt hier irgendwas nicht mitbekommen? Okay. Was ist hier passiert zur Hölle? Ist hier irgendwas Besonderes? Nee. Gut, da kann ich jetzt mit was anderem lang, aber was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Komm Gott, hier gar nicht klar. Eine Tür mit einem Spalt. Ja, ja, das habe ich kapiert. Habe ich das freischalten? Habe ich immer noch nicht kapiert. Was auch immer das ist. Sieht aus wie eine schnelle Verbindung. Was passiert hier gerade? Warum ist hier alles voller gelber Glibber? Bäh. Ich stehe gerade echt tierisch auf dem Schlauch, ne? Ah, das ist hier die Stelle, okay. Da komme ich noch nicht lang, das ist klar. Da fehlt mir ja so ein Double Jump. So nenne ich ihn ja immer. Oh, schön.
Ich glaube, wenn ich sie mit dem Nagel treffe, mache ich, glaube ich, noch mehr, ne? Ne, bringt mir nichts. Was war das für eine Kreatur? Alter, was passiert hier? Könnte mich hier jemand aufklären? Okay, bin weg. Was passiert hier? Ich muss zurück. Ich muss es irgendwie in Erfahrung bringen. Ich muss nach Mistmund. Was ist jetzt hier passiert? Die komplette Wegkreuzung hat sich geändert. Von einem auf einen anderen Mal. Hat sich jetzt auch irgendwas geändert? Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas je sehen würde. Die Hirschkäferstation hat geöffnet. Gebäude stillgelegt, seitdem ich mich erinnern kann. Oh, ich habe die Geschichte der glorreichen Linie gehört. Na toll. Du bringst mich jetzt auch nicht weiter. Komm, hast du wieder neue Sachen? Warte mal, er will irgendwas mit den Minen. Oh, Leute, endlich. Natürlich. Geil. Oh, schön ein Leben mehr. Das war es definitiv wert. Was ist das denn? Ein Forscher fand diese originellen Schlüssel in den Wasserwegen der Stadt. Tief unter dem Schwimmend. Ich habe ihn nicht gesäubert. Du magst es, Gegner mit deinem Nagel zu vermöbeln, nicht wahr? Mit diesem Talisman wirst du sie mit jedem Schlag weiter wegfliegen lassen. Wenn du es hältst, lässt es dich schnell und unermüdlich umherrennen, als wärst du wieder jung. Oder so wurde es mir gesagt. Oh, das ist gut, dann kann ich da das erhöhen. Und da habe ich dann auch einen mehr. Da fehlt mir, glaube ich, einer. Nein, da fehlten mir zwei. Patamas, Gio. Nee, ich brauche die 1500 für das andere. Nee, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Aber jetzt kann ich nochmal nach da unten hingehen, finde ich. Aber was ist hier los? Das würde ich gerne wissen. Wieso habt ihr jetzt auf einmal alle Talismane mehr? Das ist klar. Das sind die immer normalen Markierungen. Weißer Ritter, sei nicht schüchtern. Kalt draußen, Bett ist weich. Mir passiert auch nichts. Irgendein weißer Ritter. Ich bin der einzige Ritter, den du hier begehren sollst. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchwandert. Ja, Wegkreuzung macht mehr Sinn. Aber ich weiß immer noch nicht, was die hier von mir wollen, ne? Aber egal, ich habe ein Leben mehr, das ist wichtig. Ich verstehe es nicht. Ja, mach ich Bumm. Jetzt habe ich dich nicht mitbekommen. Ich habe hier rechts lang. Wie gesagt, ich... Die alten Wasserwege. Oh. So, wir müssen runter, das ist Fakt. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Komm, jetzt habe ich zwei Talismane mehr. Jetzt kannst du mir das verkaufen.
Weil du 40 Talismane verkaufe ich ihn dir gerne. Okay. Ja. Jetzt müsste ich einen hier mehr haben, ne? Genau. Und jetzt hatte ich doch hier den bekommen mit dem Traumfinger. Das heißt, ich kann schneller Seelen auffangen. Aber das will ich ja gar nicht. Schnellfokus. Nochmal die Lebensblut, Segen. Das Larvenlied war auch nicht schlecht. Und ermöglicht es ihm so, Gefahren zu vermeiden oder Rivalen zu überholen. Gut, so viel schneller bin ich jetzt auch nicht, ne? Was ist hier passiert? Was zur Hölle ist hier in Mist passiert? Ach, das war doof. In der Wegeskreuzung passiert. Das. Was macht der Bumm? Das sind halt so Sachen, die ich jetzt gerade gar nicht verstehe. Stimmt, und warum konnte ich da nicht hoch? Stimmt, ich konnte gar nicht runter. Das heißt also, hier muss irgendwas sein. Hier ist irgendwas. Aber was hier sein wird, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.